sind zurück aus der Werbung und es prasselt uns der Regen eines uns ziemlich feindlich gesinnten Planetens aufs Deck unseres kleinen Raumjägers, mit dem wir eigentlich nichts anderes wollten, als hier ein bisschen uns umgucken. Und es ist irgendwie schön, oder? Hat was. Hier ist es schon gar nicht mehr so schön, aber nur sau laut und nass. Aus dem grünen Planeten ist irgendwie plötzlich braune, grüne, toxische Pampe geworden. Hier ist ein interessanter Steinmonolith. Hier gibt es aber keine, gibt es nichts abzugreifen, glaube ich. Das hier sieht aber irgendwie interessant aus. Ah, nehme ich alles mit. Oh, mein Anzug macht aber auch gerade schon ziemliche Macken und sagt, ich soll hier abhauen. Vorher möchte ich aber noch diesen anderen kleinen Monolithen mit der kleinen Pyramide davor aktivieren. Ja, und direkt wieder in der rauen Wirklichkeit. Frage ist für mich gerade, oh, jetzt kommt die Sonne raus, wunderschön. Okay, das ist doch gleich viel wirklicher. Da möchte man noch ein bisschen abhängen. Ja, Frage ist, habe ich überhaupt genug Schutz, um jetzt hier diesen kleinen Berg abzubauen? Ihr seht ihn schon. Offensichtlich wichtig für mich. Oh, ich habe natürlich... Oh, scheiße, der Suit ist kaputt. Ich habe weder Zink noch Titanium noch Shielding Shard. Das gefällt meinem Anzug gar nicht. Aber hier gibt es so viel Gold und das würde ich gerne abbauen. Denn das kann man dann wiederum verkaufen, ist ja klar. Und ich habe ja schon einiges an Geld. Vielleicht holen wir uns... Vielleicht, sage ich extra, vielleicht holen wir uns noch irgendein Raumschiff. Irgendwas Neues. Gold, 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 Gold. Ich kann nicht aufhören. Okay, wir müssen aufhören. Es reicht. Es sind... Ah, aber es ist irgendwie doch schön. Man möchte nicht aufhören. Ich muss jetzt wirklich aufhören. Ich bin gleich durch. Mein Charakter... wart mich schon. Es wird alles rot. Oh, jetzt hört man sie mal. Interessante Geräusche. Okay. Wo ist nochmal... Oh nein, jetzt... Gerade jetzt kommen irgendwelche... Es ist eine ständige Ablenkung. Ist wirklich faszinierend. Man will eigentlich... Ich suche jetzt gerade mein Schiff. Hab mich ein bisschen verlaufen. Und jetzt kommen hier diese komischen Dinger. Ja, okay. Ich muss gehen. Critical. Ich glaube, von hier oben sehe ich ein bisschen besser, wo ich hin muss. Aber mein Schiff müsste eigentlich hier in der Richtung sein. Hier vorne, da, genau. Knapp. Ja, ja, ich weiß. War keine weise Entscheidung. Tut mir ja auch leid. Boah, ich brauche dringend neue Anzüge. Und schon sind wir wieder oben. Es geht immer so schnell. Ja, ich bin hier nicht ganz so glücklich geworden, wie ich es erwartet hätte. Es ist mir irgendwie doch zu giftig. Viel kann ich hier auch nicht ausrichten. Dann fliege ich nochmal weiter nach oben jetzt. Mal gucken, was oben noch abgeht. Ich wette, da ist noch der ein oder andere bessere Planet.
Aus der Entfernung schaut man irgendwie lieber zu. Ja, sagt schon mal Tschüss, denn hier hauen wir jetzt gleich ab. All die unentdeckten kleinen Geheimnisse, all der ganze Kram, den ich jetzt mir nicht mehr, nein, 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 ich sagte nicht mehr, den ich mir jetzt nicht mehr angucken kann, weil ich weiterfliegen muss. Ich muss mal eine Space Station finden und das Gold verkaufen. Außerdem fehlen mir ja echt ein paar wichtige Bausteine. Also ich kann ja im Moment eigentlich nichts wirklich bauen. Der Hyperdrive ist immer noch relativ voll, 60%, da könnte man eigentlich auch direkt nochmal weiterfliegen. Aber ich habe kaum was gemacht. Hier so ein bisschen Krempel eingesammelt. Ich habe immer noch zwei von diesen Bypass-Chips mir gebaut. Konnte sie bisher nicht benutzen. Und ich habe ganz viel Suspension Flute immer noch und könnte mir auf jeden Fall noch mehr Hyperdrive-Material zusammenbauen. Brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Entscheidung, Entscheidung. Welcher von diesen Planeten interessiert mich? Auch hier wieder der blaue, den nehme ich natürlich sehr gerne, aber hatten wir den nicht schon? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Schauen wir mal einfach mal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir genau den als letztes hatten. Aber die sehen auf die Entfernung immer alle gleich aus. Ich warte eigentlich auch nur auf den Moment, an dem Oculus Rift und generell Virtual Reality Unterstützung auch mit No Man's Sky funktioniert. Die haben das Thema immer so ein bisschen, wie viele andere Themen auch, ignoriert und nicht drüber gesprochen, wenn man sie gefragt hat. Und wenn man jetzt das Spiel sieht und auch sieht, wie technisch unsauber es eigentlich noch läuft, dann weiß man auch, warum sie damals nicht wirklich darauf antworten wollten, ob es VR-Unterstützung geben wird. Denn das reicht schon, wenn es so läuft wie jetzt, ja. Also man braucht das nicht noch dasselbe Bild doppelt generieren müssen. Ich glaube, das würde einfach im Moment zumindest nicht mit flüssigen 60 Frames laufen. Aber man sieht ja schon so mit der Kopfbewegung und alles und auch wenn man neu auf den Planeten kommt, da könnte man schon eine Menge Freude mit haben mit einer VR-Brille. Aber ich denke, No Man's Sky steht noch am Anfang einer wirklich großen Entwicklung. Zumindest hoffe ich das. Also die Entwickler haben bisher nur suggeriert und immer wieder gezeigt, dass sie echt Bock haben auf das Thema. Und ich glaube, die werden sich noch eine Weile damit beschäftigen. Ich glaube auch, dass es richtig finanziell ein richtig dickes Ding werden wird. Vielleicht jetzt nicht zwingend ein nächstes Minecraft, aber es ist schon so casual-ig, finde ich, in seiner Erforschung des Weltalls. Also jeder kann da so ein bisschen einsteigen. Das Crafting-System ist sehr eingängig. Es ist jetzt auch kein Star Citizen oder so, wo man erstmal 40 Stunden investieren muss, bevor man überhaupt ja wirklich viel sieht vom All, sage ich mal. Ist doch irgendwie eines der Spiele, mit dem man in schnellster Zeit am meisten Spaß haben kann. So, hier ist was Relevantes. Da halte ich kurz an. Ja, hier ist auch schon wieder alles toxisch. Aber was erwarte ich auch? Ich bin hier im All und schaue mir einen von, weiß ich nicht, Zillionen Planeten an. Da kann auch schon mal ein bisschen was Giftiges dabei sein. Oh, hier sehen wir auch, wie die Sonne wandert und dass es doch relativ schnell passiert. Gleich ist das Tal komplett im Schatten. Und die kennt ihr wahrscheinlich auch, natürlich die Robotwächter. Man kann sie auch ein bisschen ärgern. Wow, sie
Habe ich Sie gerade auf mich schießen gesehen? Nein, nein, das war jemand völlig anderes. Da waren Sie das nicht? Doch, doch. Glauben Sie mir. Gehen Sie einfach weiter. Er traut der Sache noch nicht. Vielleicht, wenn ich ihm einen kleinen Schubs gebe. Das war ich nicht. Waren Sie das? Ja, seht ihr? Er lässt sich nicht verarschen. Noch einmal hätte ich die Nummer nicht abziehen können. Jetzt muss ich rennen. Vielleicht hätte ich das mit voll aufgeladenem Anzug machen sollen. Na gut, jetzt hat er mich in Ruhe gelassen. Oh, da bin ich direkt bei einem abgestürzten. Ah, Moment. Warte mal, lass mich doch in Ruhe. Lass mich das kurz noch hier absaugen. Den Blueprint. Ah. Ja, ich brauche wirklich mal einen richtigen Anzug. Das wäre eigentlich mal mein nächster Move. Aber ich komme nicht dazu. Ständig ist irgendwas anderes. So, jetzt ist er hoffentlich weg. Und ich kann in Ruhe abbauen. Kurz mal schauen, was man hier eigentlich abbaut. Heridium wieder, nehme ich an. Ah! Das Ding lässt einen nicht in Ruhe. Meine Herren, jetzt wird's aber eng. Steigt ein, ich hau ab. Tschüss. Oh. Ah, jetzt ist es ein wenig am Ruckeln. Ah, da ist lange noch nicht alles ausgemerzt. Man kann es nur immer wieder sagen. Es ist ein Spiel, was sich noch ganz am Anfang seiner Möglichkeiten befindet. So, ich würde sagen, wir sind jetzt hier genug rumgedödelt. Und irgendwie finde ich keinen Planeten jetzt so begeisternswert, dass ich da länger bleiben will. Deswegen fliegen wir noch mal weiter. Bin mir sicher, wir finden noch was anderes. So, ich suche gerade, ich drücke digital nach unten. Vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter wegfliegen, bis ich die Galaxiskarte aufmachen kann. Ja, so. Ich will weiter meinem Pfad in Richtung des Waypoints folgen, auch wenn ich nicht glaube, dass wir da heute noch ankommen. Ah, okay. Wie viele Stationen sind das denn? Eins, ich zähle gerade, versuche die Knoten zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ungefähr 7. Na, könnte man tatsächlich nicht jetzt schaffen, aber in ein, zwei Stunden könnte man, wenn man sich wirklich Mühe gibt, da durchaus hinkommen. So. Und das ist eh der coolste Moment im Spiel. Wenn man einfach so schnell ist, dass man nichts mehr mitkriegt. Alles nur noch Lichttunnel. Ich kann mir vorstellen, dass das normalerweise eine ganze Weile dauern würde, bis der Navigationscomputer, hallo, danke, bis der Navigationscomputer genau einen Pfad berechnet, bei dem man nicht mit irgendeinem Meteoriten zusammenstößt, so wie ich gerade eben. Auch hier sollte man vielleicht noch mal ein bisschen Sprit sammeln. Kann nicht schaden. Aber es herrscht nun wirklich kein Mangel an Sprit in Form von Erzen. Okay. Ich habe leider gar keinen Platz mehr. Und hier gehen schon wieder die Sachen kaputt. Tamium nachfüllen. Oh, ich habe keine Oxide. Okay, muss ich auch nochmal gucken. Und ich kann nicht mehr so lange auf die Planeten. Na doch, jetzt, wenn ich nachlade. Das ist oft so der Flaschenhals, der Launch Thrust. Wenn man auf einem Planeten ist und startet und landet, verliert man immer einen gewissen Prozentsatz. Und manchmal landet man und hat völlig vergessen, dass man eigentlich gar keine Ressourcen mehr hatte. Und dann ist man auf dem Planeten, steckt man fest und kommt nicht mehr hoch und muss dann irgendwo auf die Suche gehen. Und da ist dann wirklich Murphy's Law, wo auch immer man gelandet ist, ist garantiert nicht gerade ein Gebiet, in dem das Erz, was man sucht, besonders häufig vorkommt. Je weiter man sich von der Mitte entfernt und mehr vom zentralen Weg nach Spielstart, desto exotischer und rarer sollen angeblich auch die Welten werden.
und die Ressourcen, die man da findet. Das finde ich ein interessanter Gedanke. Ich konnte ihn bisher noch nicht bestätigen. Und ich werde hier vorne jetzt mal hinfliegen. Aber das wäre natürlich schon sinnvoll, weil es dem Spieler ja beibringt, sich so ein bisschen vom Pfad zu entfernen. Man wird also belohnt, wenn man sich alles ganz genau ansieht und auch mal eine kleine, ja, so, ne, eine kleine Umleitung über diverse Systeme in Kauf nimmt auf dem Weg zum Zentrum. Und ich frage mich eh, wie wird das Zentrum aussehen? Werden sie was anderes machen? Wird es rein random generiert? Einfach nur wieder dasselbe vom Bekannten sein? Hat man vielleicht sowas wie eine große Stadt designt, die sich von allem abhebt im Zentrum? Oder trifft man im Zentrum im Multiplayer-Modus, der ja immer noch nicht so ganz hundertprozentig bestätigt wurde, sozusagen? Es gibt ein großes Rätselraten noch um das Thema. Ja, aber vielleicht trifft man da dann endlich auf Leute, denn im Zentrum müssten sich dann ja alle treffen. Aber es dauert halt auch ewig, bis man da ankommt. Also, das ist nichts, das ist keine Tagesreise und kein Wochenendtrip. Es ist mehr wirklich so ein Sabbatical, wo man ein Jahr lang nichts anderes macht, als dahin zu reisen. Und damit wären wir wieder mal in einem wunderschönen Orbit. Diesmal, die Außenfarbe beträgt diesmal rosa mit einem zarten Wechsel. Ah! Zu Gewalt! Moment, da muss ich meine Alarmlampe anmachen. Alarmlampe an und Bild in Bild rein. Nein, aber die ist gar nicht an. So, jetzt. Wunderbar. Wo ist der Pirat? Ich musste kurz meinen Alarm anmachen. Was soll das denn? Völlig hinterhältig. Ich habe nur so ein kleines Kackschiff. Nix kann ich damit. Ich gebe einfach mal Gas und hau ab. Oh, der ist schnell. Der ist zu schnell für mich. Da komme ich wirklich nicht hinterher. Wie hau ich hier möglichst schnell ab? Gucken wir mal. Einfach nach unten. Boah! Ich bin nur noch so jung. Ich versuche hier wirklich schon alles, um ihn abzuwimmeln. Absurde Manöver zieht er durch. Dieser Simon ist wahrlich ein Teufelskerl. Und doch kommt er dem Boden nicht näher. Und dem Tode ist er so nah. Ey, warum, Mann? Was habe ich denn für Wertsachen, die du unbedingt haben willst? Ja. So eine Scheiße. Da bin ich bisher nie gestorben. Und plötzlich, kaum nehme ich es auf, passiert es ständig. Aber ich wurde auch bisher nicht von Piraten angegriffen. Da habe ich wirklich mit diesem kleinen Kackraumschiff, da habe ich ja wirklich gar keine Chance. Oh, habe ich jetzt so viele Sachen verloren. Meine ganzen geilen Sachen habe ich verloren. Das ist aber scheiße. Das macht ja wenig Spaß. Da habe ich schon im Vergleich zum letzten Mal, hatte ich schon eine Menge Sachen und die sind jetzt alle weg. Naja. Es macht mich jetzt auch nicht wahnsinnig traurig. Aber doch, gerade die einzelnen Zellen, die ich gerne noch hätte bauen können, drei Stück. Vielleicht finde ich ja irgendwo diesen Graveyard. Auf dem kann man ja wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, altes Equipment wiederbekommen. Das finde ich ja auch irgendwie auf jeden Fall ein gutes Ziel. Wenn ich mir irgendwo einen sehe, vielleicht kriege ich ja was. Oh, was landet denn hier? Das ist super, oder? Wie so zwei große Lippen und oben drüber die Augen. Ein sehr sympathisches Raumschiff. Hallo, hallo, ich bin Bruno. Bruno, das Weltraumraumschiff. Ich versuche jetzt mal mit seinem Piloten zu reden. Der sieht, ja, irgendwie aus wie alle anderen Charaktere, die ich bisher getroffen habe, alle anderen Aliens, wenn sie nicht gerade so einen Monitor als Gesicht hatten, sozusagen, also einen Raumanzug. Mal gucken, was dein Schiff kostet, aber es ist mit Sicherheit ziemlich lame. Aber es sieht schon irgendwie auch ganz schön geil aus, jetzt, wenn ich mir drüber nachdenke. Die Farbe ist jetzt nicht meins, aber ansonsten. Ich könnte es kaufen, rein theoretisch. Ich hätte genug und es hat sogar direkt noch die Pulse Engine, oder? Ich glaube, die habe ich noch nicht. Kurz mal vergleichen. So,
20 Slots, 15 Slots. Also mit 20 würde ich schon mal deutlich weiterkommen. Na, man ist dann doch immer so ein bisschen unsicher. Zum Beispiel, hier habe ich diesen Facebeam. Aber gut, der ist kaputt. Na, könnte ich mir auch selbst einbauen. Nee, da habe ich doch einen Facebeam. Oh, okay. Den habe ich. Okay, was haben wir noch? Photonkanone hat das Ding auch. Deflektorschild hat das. Ja, okay, eigentlich hat es doch die meisten wichtigen Sachen. Klar, der hier, Launch Thruster ist nicht der allerbeste. Hyperdrive muss mal wieder neu aufgeladen werden. Und die Pulse Engine ist auch im Arsch. Ah, aber ich würde auch meinen Hyperdrive, Mann, 40. Das sind noch zwei Sprünge. Will ich das wirklich riskieren? Eigentlich nicht. Aber es ist schon ein sehr verlockendes Raumschiff, muss ich sagen. So, ich habe ja eben Gold gesammelt. Vielleicht kann ich das Gold hier verkaufen. Okay. Ja, hier sieht man immer die Quote. Ja, ach. Ich habe die Dinger so häufig. Oh, hier. Plus 5, 1. Hat sich sogar ein bisschen gelohnt. Aber viel hatte ich nicht mehr. Heridium. Ach, ich hau mal alles weg. Plutonium kann ich mir gleich auch wiederholen. Aluminium. Ja, es ist alles keine gute Quote. Ich hau das, die Chips behalte ich. Habe ich nicht gerade sehr sinnvoll gemacht bisher. Aber irgendwie handle ich auch einfach nur gerne. Oh, das sieht auch schön aus. Vielleicht kaufe ich das. Bisher habe ich noch gar keine gesehen mit diesem runden... In diesem runden Heck hinten. Das ist noch neu für mich. Ah, ist auch jemand, der mir bisher völlig unbekannt ist. Hallo, Krieger. Warriors open to trading and to discuss the tale of its ship. 18 Slots, okay, der mit 20 war schon besser. Jetzt habe ich schon automatisch gar keinen Bock mehr. Ja, zwei Upgrades, 400.000 dafür auch nur. Nee, lieber nicht. Aber vielleicht sollte ich wirklich jetzt... Na gut, okay, ich sollte mit meinem Raumschiff, das machen wir, noch zwei Systeme weiterspringen. Und dann werde ich das eintauschen. Dann, wenn die Triebwerke leer sind, werde ich das Ding eintauschen gegen irgendein anderes, etwas bessereres Schiff. Und auf dem Weg lasse ich mich nicht mehr jetzt umbringen, nur weil ich so geile Erze dabei habe. Boah, und direkt wieder so ein Anblick. Toll. Gerade jetzt hier im Zusammenspiel mit der Musik und mit dieser Atmosphäre, die so grünlich schimmert. Wirklich, das sind halt die Momente, weshalb man No Man's Sky spielt, weil man immer wieder neu überrascht wird. Es ist natürlich immer wieder Altes neu verpackt, aber es macht trotzdem jeden Planeten so ein bisschen zu was Besonderem. Zumindest der Moment, wenn man ihn zum ersten Mal sieht und wenn sich die Optik so langsam vom Planeten wegpellt und man erkennt, ah, doch wieder nur braun und rot. Aber zumindest der Moment, bevor dann das giftige Wasser auf die Cockpitscheibe klatscht, das sind die großen Momente im Spiel, für die man das auch spielt. Und davon gibt es halt einige, das kann ich auf jeden Fall sagen. Auch der Moment, wenn man zum ersten Mal eine Hardware ausprobiert, die man bis zu dem Moment noch nicht hatte. Und plötzlich, ja, wie zum Beispiel mit dem Warp Drive ganz woanders rauskommt. Das ist schon toll. Also ich bin auf jeden Fall großer Fan vom Spiel. Ich weiß nicht, ob es über, weiß ich nicht, 20 Stunden, 40 Stunden trägt.
Ist mir dann eigentlich auch egal, weil ich kenne auch andere Spiele, die Vollpreis verkauft werden, die für 6 Euro, die für 6 Stunden vielleicht gerade mal gut sind. Und hier, glaube ich, wird allein durch die ganzen Updates und Upgrades und Patches, die kommen werden, noch einiges geschehen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich habe es ja bei Subnautica zum Beispiel auch schon mitbekommen, dass dann plötzlich gibt es irgendwelche Raummodule oder also zum Wohnen, vielleicht irgendwelche automatisierten Companions, die irgendwie für einen Minen, also für einen das ganze Zeug ernten. Es gäbe viele Möglichkeiten. Apropos, viele Möglichkeiten und Sachen, wo man überhaupt nicht mitgerechnet hat. Was ist das? Es ist wunderschön. Kann ich das benutzen? Ah, okay. Was ist passiert? Oh, nicht schon wieder. Das ist doch nicht dein Ernst. Ah, ich will das noch schnell nehmen. Ich will das Fass noch mitnehmen. Okay, wahrscheinlich kann ich es nicht mitnehmen. Verdammt. Ich muss weg. Da war aber noch. Ich glaube, da war noch irgend so ein Weisheitsstein. Irgendwas war da noch abzugreifen. Kurz nochmal gucken. Und du kannst echt auch mal abhauen. Ah. Okay. Kurz mal Licht anmachen. Ah. Ich hätte schwören können, die war noch irgendwas Wichtiges. Ah, okay. Das war eine feindliche Drohne. Habe ich bisher auch nur ein paar Mal gesehen. Und auf dem Weg nehme ich jetzt mal alles mit. Na, kann ich euch nicht mehr nehmen? X. Okay, scheinbar habe ich schon was genommen. Ich glaube sogar, ich brauche ein bisschen Eisen. Ach Gott, der ist ja sofort wieder da. Nee, so nicht. So haben wir nicht gewettet. Dann fliege ich doch erstmal nochmal woanders hin. Entdecke ich irgendwas anderes. Was ist das da unten? Ja, egal. Das ist das Gute. Es gibt wirklich alle 5 Meter irgendwas Neues zu entdecken. Man muss eigentlich gar nicht. Ja, ich guck mal bei den Beacons jetzt. Da sind schon mal zwei. Also man muss wirklich nicht lange suchen und schon hat man irgendwas. Oh. Nee. Das war nicht gut. So, es ist einer, der einen Bypass braucht. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich HUD ausgestellt habe. So oder so habe ich ihn jetzt benutzt. Was will ich wissen? Der nächste Monolith, ja immer. Colonial Outpost, natürlich auch Schelte. Ah, nehmen wir mal einen Monolithen. Das ist jetzt natürlich ohne HUD total doof, weil es mir überhaupt nichts bringt. So, dann werde ich das nochmal aktivieren. Gleich geht's weiter mit HUD und mit noch mehr No Man's Sky. Ich glaube, den Piratenalarm können wir jetzt auch ausmachen. Wobei, so. Das ja wahrscheinlich bald schon wieder passieren wird, ne? Dass ich irgendwo draußen dann angegriffen werde. Ja, wir machen jetzt ein kurzes Päuschen und dann gehen wir nochmal rein in die Tiefen und in die Sphären von No Man's Sky. Vielleicht werden wir direkt, einfach weil wir es können, direkt noch einmal reisen und ein anderes System besuchen. Danach werden wir uns dann ein neues Schiff holen. Das ist auf jeden Fall klar. Sobald das Ding leer ist, wird es in die Tonne geworfen und dann irgendwas Neues, Cooles werde ich schon finden. Also bleibt dran, jetzt noch eine Runde No Man's Sky mit mir und meinem Universum.